Die Gesellschaft zur Bestätigung des Weltuntergangs hat unverzüglich eine Sondersitzung einberaumt und das Eintreten dieses Ereignisses um 24 Stunden verschoben. Und, wie geht's der ganzen Buckling-Verwandtschaft? Ja! Es kommt nicht zum Weltuntergang, das wissen Sie doch. Die Leute übertreiben. Müssen wir etwas unternehmen? Ja, 2 Jahre habe ich in meinem Zimmer gesessen, mich von einem Sandwich und einer Tasse Tee am Tag ernährt. Corona! Aber ich will in so einem Stuhl fahren! Oh nein, wenn du müde bist, dann setzt du dich hier hin. Wir haben kein Geld für Albernheiten. Ja, wir haben sehr wohl Geld für sowas. Und jetzt bin ich mal Präsidentin. Ich spanne Präsidentin Anthropos ihren Mann aus und dann spanne ich alle Frauen ihre Männer aus. Ihr hattet eure Chance und ihr habt verloren. Es kommen stürmische Zeiten, das spüre ich in den Knochen. Mann, wieso schneit es nicht? Auch wenn Krieg ist, dann sind alle in Hochform. Krieg ist ein Vergnügen. Im Vergleich zu dem, was uns jetzt bevorsteht. Gut, wisst ihr alle, was ihr zu tun habt? Dann würde ich sagen, Vorhang, Saallicht und der 3. Akt von Wir sind noch einmal davongekommen. Mrs. Anthropos! Das ist einfach meine Klamotten an. Mrs. Anthropos, wo sind Sie?